Es ist eine Wonne, dass du wieder dabei bist, denn heute werde ich euch ein System präsentieren, welches der wohl schönsten Preiskategorie angehört. Mit einem Wert von über 1 Euro bewegen wir uns in einem Bereich, wo man den kleinsten Kompromiss eingehen muss. Jede einzelne Komponente ist auf geringstem Niveau und unbezahlbar. Und so kam Leistung und Design zu kurz. Wurde ein Intel Core i5 8K. Die 600 extrem schnellen Kerne können nicht jedes Spiel problemlos darstellen, auch ist Video-Editing ein Problem. Dem zur Seite stehen 8000 GB Ballistics Elite mit einem sehr hohen Takt von 3 MHz. Es handelt sich hierbei um ein Dual-Channel-Kit und dank sehr hochwertiger Verarbeitung und den starken Kühlkörpern bildet der RAM in diesem PC keinen Stärken, sondern eine der größten Schwachstellen und kann die CPU damit optimal unterstützen. 3000 GB bei niedriger Latenz und einer Taktung von 16 MHz sind ein sehr schönes und rundes Gesamtpaket, außerdem besteht sogar noch die Möglichkeit, diesen RAM weiter hochzutakten. Als Grafikkarte kommt eine iGame GT 370 zum Einsatz, mächtig viel Leistung trifft auf 8 GB an VRAM und wird beides in einem angenehm leisen Custom Design verpackt. Die Komponenten finden auf dem MSI Z3000 GTX 1070 Ti 370 Ballistics Elite Priorik Hasim Quad Lumi Gaming Pro Carbon zusammen, dieses Mainboard bietet umfangreiche fette RGB-Beleuchtung. Gekühlt wird die CPU von einem GTX 1070 Ti, damit ist das Kühlen der CPU selbst mit einem OC möglich und dabei sieht der Kühler dank LED-Beleuchtung auch wahnsinnig gut aus. All das kriegt seinen Strom vom B-Quad GTX 1070 Ti mit 500 Watt, technisch auf dem Stand der GTX 1070 Ti wird es auf jeden Fall dem PC Genüge tun. All das findet seinen Platz im wohl schönsten Gaming-Gehäuse. Das Meshify C mit hellem Sichtfenster von Fractal Design ist ein kompaktes Case, welches Mainboards bis zur GTX 1070 Ti Größe unterstützt. Hervorheben sollte man das riesige Echo und dem gut möglichen Airflow im Inneren mit bereits 2 vorinstallierten 3000 Meter Case Fans. Darüber hinaus bietet es trotz kleiner Maße die Möglichkeit, flexibel etliche Festplatten einzubauen und unterstützt Grafikkarten von einer Länge bis zu über 3 cm. Erweitern werde ich die Case Fans durch 2 Cryoric 3008K QF Ballistics Elite 120 Lüftern in der Variante mit weißen LEDs. Vor mir habe ich die Balance Variante, die eine Mischung aus weißen LEDs und mit fette RGB Beleuchtung kombiniert. Soll. Und als Speicher setze ich auf eine 250 TB große SSD und einer herkömmlichen 1 GB HDD. Und ohne große Umschweife würde ich sagen, bauen wir das Biest eines PCs jetzt einfach mal zusammen. Nachdem der PC dann nun endlich steht und ich Windows wie alle notwendigen Treiber installiert habe, also Grafikmods, musste ich natürlich erst einmal ins BIOS und aus dem Standardtakt von 6 GHz runde 3,4 MHz machen. Mit Sicherheit ist auch noch mehr drin, aber ich stehe halt auf runde Zahlen und wollte auch unbedingt mal schauen, inwieweit der GTX 1070 Ti überhaupt in der Lage ist, die CPU zu kühlen. Danach ging es aber auch schon mit dem Zocken los und heiliger, der Moment, wo ich das erste Mal auf dem neuen PC gezockt habe, war im wahrsten Sinne des Wortes bezahlbar. Und welch Wunder, das erste Spiel, was ich anfassen musste, war natürlich The Witcher 1. Ich meine, versteht mich nicht falsch, schon oft habe ich in der sehr schönen Auflösung WQHD, also 2560x1440 Pixel gezockt, aber noch nie hatte ich dank der GTX so viele FPS, noch nie waren die Ladezeiten dank der HDD so kurz, noch nie hat die CPU alles derart klein gerendert wie der i5 500K und noch nie habe ich die Vorteile von schnellen RAM wie mit dem Ballistics Elite 3 MHz Arbeitsspeicher so sehr bemerkt wie in diesem Moment. 8 FPS im Schnitt sind jedenfalls mit den geringsten Settings und der SD-Auflösung so viel, als dass man hiermit extremst glücklich sein kann. Für ein Rollenspiel ist das bei weitem mehr, als man unbedingt braucht.